Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere & Co. aus Hamburg. Willkommen zurück auf meinem Kanal Scrapbooking am Freitag. Freitag ab 1 macht jeder seins und ich glaube, diese Woche schaffe ich es tatsächlich. Ich habe nämlich hier, wir haben gerade Echtzeit Mittwoch und das ist nicht das Layout, was wir miteinander basteln. Aber in diese Richtung möchte ich. Ich habe ja letzte Woche im Vlog habe ich euch gezeigt, wie ich Masken genäht habe. Und ich bin noch so im Nähfieber. Und ich wusste, ich habe hier noch eine Rear Memory Keepers Stitch-Tralala-Nähmaschine, die ich aber irgendwann mal in die Ecke gestellt habe, weil ich mit ihr nicht zurechtgekommen bin. Und es ist, Disclaimer, keine Produktempfehlung. Wenn ihr so viel Geld ausgeben wollt, holt euch eine billige von Singer oder so, wenn sie im Discounter im Angebot sind, um eure Papierarbeiten zu nähen. Aber ich habe heute tatsächlich das erste Mal genäht. Ich hoffe, man kann das erkennen, weil das mit weißem Garn genäht ist. Anders habe ich nämlich nicht hier. Und auch hier so ein bisschen, hier den Rahmen ringsrum und den großen Rahmen und dann nochmal so ein bisschen gedudelt. Das habe ich jetzt einmal getestet, deswegen habe ich auch so ein Layout schon mal fertig. Maske auf heißt das und ich werde noch ein zweites basteln, weil ich denke, dass ich eins der beiden bei mir ins Schaufenster setzen werde. Einfach, damit die Leute immer dran erinnert werden. Ihr wisst, meine Mission. Ja, und wie ich das gemacht habe, ich gehe heute fremd. Ich glaube sogar komplett, ja. Und wie das so entstehen kann, das zeige ich euch heute. Um mich rum sieht es auch noch ganz wild aus, weil das war jetzt nicht geplant, dass ich gleich weitermache. Aber ich bin gerade so gut im Flow und deswegen habe ich gesagt, machen wir hier mal weiter. So, das Hintergrundpapier eignete sich natürlich super oder sprang mich natürlich gleich an, weil das ja hier so ein Stickmuster schon drin hat, wie von der Nähmaschine. Ich habe das nochmal auf ein Stück flüsterweißen Farbkarton genäht, weil das sehr dünnes Papier war und das werde ich heute wahrscheinlich auch machen. Ich habe mir mal so ein paar Sachen aus meiner Kiste rausgeholt. Das fand ich eigentlich ganz schön, weil ich meine, warum muss dann so ein ernstes Thema auch mit ernsten Farben verknüpft werden? Warum machen wir es uns nicht einfach schön, machen uns ein paar schöne Masken, die farblich gut zu unseren Augen passen? Wenn wir schon keinen Lippenstift durchsehen lassen können, dann betonen wir wenigstens die Augen und setzen uns so eine farbliche Maske ins Gesicht. Ne? Also da können wir ruhig dann auch ein bisschen farbenfroh werden. Und ich habe noch ein zweites Foto, das kennt ihr, das ist das Thumbnail vom Vlog. Sven und ich mit unseren Masken. Und ich habe mir das schon mal so ein bisschen zurechtgelegt. Ich habe hier noch so ein Stück von dem Papier, was ich hier auch im Hintergrund verwendet habe. Ich habe noch ein Stück von diesem schönen Blumenpapier. Ich fand auch, dass ich vielleicht, ihr merkt, das ist sehr dünnes Papier. Das war mal in so einem ganzen Papierstack drin. Es war eigentlich für die Travelers Notebooks, ne? So eignet sich das Designerpapier ganz gut. Ich hatte auch ursprünglich überlegt, ob wir es vielleicht so machen. Das war mir aber zu wild im Hintergrund. Aber ich werde diese Farbe nochmal irgendwie als Streifen mit einbringen. Vielleicht auch so als, also dass wir den Aufbau von hier mit in etwa übernehmen. Wie ich übrigens solche Filmstreifen oder Fotostreifen mache, das habe ich euch schon mal erklärt. Das zeige ich euch hier oben unterm i. Und ich denke, wir werden da einfach mal loslegen, was ich hier so habe. Bei solchen Scraps ist es immer am besten, nicht so viel zu messen. Hier habe ich einfach so Pi mal Auge geschnitten, übereinander gelegt und dann passte das. Das werde ich hier auch machen. Ich muss mir hier noch bei den beiden die Ränder abschneiden. So wahnsinnig viel zu moderieren hätte ich da jetzt gar nicht dabei. Aber nur Musik laufen lassen ist ja auch doof. Gucken wir mal. Also wenn ich zwischendurch mal ein bisschen ruhig bin, schaut mir einfach zu. Es ist nicht unhöflich gemeint. Ihr wisst, ne? So entstehen auch Scraps. Also ich schneide jetzt erstmal wild drauf los. Und guck dann, wie es passt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das könnte man sogar hier so ein bisschen verankern. Ich muss mir mal hier das Ende abschneiden. Thank you.
Böser Hund. Ja, das sieht schon mal gut aus. Böser Hund war übrigens, hier hat ein Hund gerade ganz giftig gebellt. Ich weiß nicht, inwiefern ihr die Hintergrundgeräusche wirklich hört über mein Mikrofon. Ich habe das Fenster auf. So, dann habe ich hier noch so ein Designerpapier. Da sind so Tickets und so drin. Ne? Und das finde ich eigentlich ganz schön zu dem Thema. Mir gefällt dieses Ticket hier. Da haben uns die Amerikaner ja echt was voraus. Also bei Amerikaner meine ich jetzt nicht Stampin' Up, aber es gibt ja so American Crafts und so. Das sind ja tolle Scrapbooking-Firmen, wo echt geiler Shit dabei ist, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Scrapbooking heißt ja Scraps verarbeiten, also Papierschnipsel. So. Ihr dürft sowas aufbauen, das wisst ihr, ne? Deckchen passen zu dem Thema ganz gut. Das war, glaube ich, mal in einem Set drin. Haben wir noch so eins? Ja. Uhu, das gefällt mir schon ganz gut. Das ist hier noch so ein bisschen nackert. Blümings, also wir hätten hier auch noch Schmetterlinge, die wir damit anbringen können. Ja, das weiß ich nicht. Das habe ich aus meinen Urzeiten als mal Daily Stories Butterfly Stickers von Theresa Collins. Das habe ich echt noch aus meinen Urzeiten. Uralt. Ach so, dann hatten wir ja hier noch so runde Dings. Da habe ich zum Beispiel hier die Uhr, die hier, rausgenommen. Der Eiffelturm passt da jetzt nicht ganz mit dazu. Aber wir könnten den Schmetterling. Ja, da passt auch wunderbar die 2¼-Inch Kreisstanze dazu. Hier war noch einer. Nee, obwohl, ich stanze den mal aus. Gibt noch mal so einen Mustermix mit rein, ne? Das muss ich nachher aber auch alles wieder hingeklebt kriegen, ne? Mal gucken, vielleicht fange ich von oben nach unten an. Mal sehen. Das habe ich noch nie gemacht. Das testen wir mal. Nee, der ist doof da oben, ne? So.
So. Da haben wir eventuell den Schmetterling noch gedacht, oder? Hier muss noch eine zweite rumschwirren. Aber gucken wir mal, vielleicht werden wir ja hier schon fündig. So. Nee, ich glaube, das wird zu viel. Was haben wir denn hier noch? Wir hätten noch so eine. Nee, das wird zu viel. Da kommt der Schmetterling hin und dann reicht das. So. Das wird ja diesmal üppig. Das ist ja mal was ganz was anderes. Und dann gehen wir ja nachher auch noch mit der Nähnadel darüber. So, Buchstaben würde ich sagen, gehen wir hier auf Schwarz. Wir können hier auch wieder das. Das setzt sich nicht stark genug ab. Wir könnten hier auch auf Holz. Ich habe doch hier auch noch die Holzsticker. Die werden wir diesmal nehmen. Okay, das kommt dann aber nachher. Wir müssen erstmal aufkleben und nähen. Nähen. So. Wie fangen wir es denn am dümmsten an? Ich lege das mal beiseite. Die Kleberolle haben wir leider nicht mehr. Ich brauche nur noch Restbestände auf, bevor die Frage kommt. So, ich fixiere mir das nur erstmal einmal. Das kriege ich eh nicht mehr eins zu eins hin. Also ich fixiere mir das ja nur mal so ein bisschen mit einem Klecks immer. Auch das Bild. Damit ich immer noch mal was unterschieben kann. So haben wir es einigermaßen wieder hingekriegt. Den können wir dann nachher noch hinstecken, obwohl der gar nicht so richtig dazu passt. Dann hätten wir hier nachher noch einen Schmetterling mit dazwischen zu setzen.
Den setzen wir da nachher noch mit hin. Vielleicht auch den Pinganen oder den. Da gucken wir nachher. So, und das werde ich mir jetzt alles erstmal mit der Nähmaschine aufnähen gehen. Und ich gucke mal, wie ich euch da mit dem Stativ vielleicht hinstellen kann, mit der anderen Kamera. Und wie gesagt, die Nähmaschine ist keine Empfehlung. Ach so, wir brauchen ja hier noch eine Rückseite. Ich habe jetzt hier Vanille pur. Das passt ganz gut. Aber es ist ja sowieso nichts davon zu sehen. Es geht nur darum, dass das Layout ein bisschen Stabilität kriegt. Das Papier ist halt sehr dünn. Und außenrum fixiere ich es mir gleich mit der Nähmaschine. So, gucken wir mal, was wir mit der Nähmaschine hinkriegen, ne? Ich weiß nicht, wie viel Material jetzt wirklich bei dem Nähen bei rausgekommen ist. Meine Speicherkarte war zwischendurch voll und dann hat die Kamera gemeckert. Und die Nähmaschine, ich musste echt vorsichtig nähen. Das ist, ein Panzer ist nichts dagegen. Ne? Also das Ding ist, es ist so ein bisschen wie eine Kindernähmaschine. Also Schrott. Ne? Also die Investition, sie sieht nice aus und ich werde sie vielleicht auch mal im Schaufenster dekorieren. Aber das war's auch. Eine neue ist unterwegs. Also, ich habe jetzt hier mal ganz wild drauf losgenäht. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Es hat sogar noch gereicht mit der einen Nadel. Ich habe nämlich heute schon zwei geschrottet. Also hier kam es, bei diesen Lagen kamen die Nadel und die Nähmaschine von der Power an ihre Grenzen. Da musste ich in so händischen Betrieb umstellen, beziehungsweise es ganz abbrechen. Sonst wäre mir die Nadel flöten gegangen. Und ich habe jetzt hier wie ein bisschen Luft drunter. Das ist aber nicht schlimm. Das ist ja nachher eh im Album. So, ich habe alle wichtigen Teile fixiert. Hier können wir ja nochmal mit einem Klebi drunter gehen, aber ansonsten ist alles durch irgendwelche Nähte fixiert und es darf ja auch Bewegung drauf sein. Jetzt habe ich hier noch dieses Grün, passt da nicht so ganz dazu. Wo habe ich denn das Teil? Wo die drin waren? Hier ist das Chaos ausgebrochen. Da. Die anderen Farben passen auch nicht so richtig. Den könnte ich hier noch nehmen. Es ist halt aus einer komplett anderen Kollektion. Aber die müssen ja auch mal weg. Den können wir da noch mit hinsetzen. Also solche Elemente dann erst anbringen, wenn ihr wirklich mit den Nähten fertig seid, weil ansonsten könntet ihr vielleicht Komplikationen mit eurer Nähmaschine bekommen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Bleiben wir bei Holz, ja, ne? Komm, ich mache die mal hier an der Seite auf. Das ist von American Crafts. Cheddar. Halt euch das mal in die Kamera, falls ihr da gucken wollt. Das ist die Kollektion für die Buchstaben. Da haben wir auch einen Hashtag mit drin. Und irgendwo hatte ich heute auch schon das Lineal.
Da ist noch eine Speicherkarte. Eben habe ich eine gesucht. So, Maske auf. Oder Masken auf. Das sind ja jetzt zwei. Hashtag. Hier gucke. So, mal sehen, ob das heute besser gelingt hier mit dem Abziehen. Ja, so haben wir das gerne. Gut, es fällt jetzt nicht so wahnsinnig auf. Hätte ich vielleicht doch das Schwarz nehmen sollen, aber das hatte mir ein bisschen zu viel Wumsi. Oh, guck mal, hier ist noch ein I-Punkt. Ich denke die ganze Zeit, was ist denn da so anhänglich? So, Schmetterling haben wir noch, ne? Den könnten wir auch hier mit hersetzen. Da fehlte mir noch ein bisschen was. Okay. Heute denken wir aber dran. So, reicht. Der Titel hebt sich nicht so schön ab. Aber egal, was klebt, klebt. Das sind die beiden Layouts. Also ich halte euch das nochmal hier rein. In der Schlusskarte seht ihr es ja auch nochmal. Und das ist das zweite Layout. Und dann kann ich die beide im Prinzip so nebeneinander auch irgendwann mal ins Album heften. Aber wie gesagt, es kommt ja auch davon noch, ich denke mal, das werde ich mit ins Schaufenster hängen. Da kann dann die Nähmaschine mit dazu. Ja. Also, das war mein Scrapbooking am Freitag, ganz zwischen Tür und Angel. Wenn ihr wüsstet, wie es hier ringsherum aussieht, wüsstet ihr, wie spontan dieses Video gerade war. Aber manchmal muss man die Ideen feiern, wie sie fallen. Und in diesem Sinne, startet gut ins Wochenende, bleibt gesund, setzt eure Masken auf, denkt dran und übertreibt es nicht. Bleibt gesund und kreativ und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss aus Hamburg. Tschüss.